So, jetzt. Hallo und herzlich willkommen auf meinen Kanal. Ich musste gerade meinen Speicher lernen, deswegen. Ihr kennt meine Videos schon. Es sind hier Geräusche. Keiner weiß, wo die herkommen. So, ich habe für euch ein XXL alles Haul. Also so ein Mischmasch-Haul. Ich war jetzt gerade nochmal bei Action, Rossmann und Poco und Kick. Genau, denn ich habe gestern mal so zusammengestellt, also für meinen Bruder, für meine Mutter und so weiter. Und mir ist aufgefallen, ich habe in meinem Kopf gehabt, oh mein Gott, ich habe so viel gekauft, dass schon wieder viel zu viel ist. Jetzt sehe ich aber gerade, ich zeige euch jetzt zum Beispiel mal das von meinem Vater und seiner Freundin, ja? Also das ist ihr Teller, den kriegt sie so wieder, nein, Scherz. Diese beiden hier gehören nicht mal denen, sondern ihren Töchtern. Ja, hier ist nur ein so ein... seht ihr? Oh, also das hier. Dann ein Wichtel und die Kerze. Mehr ist es gar nicht. Und... ach, jetzt seht ihr, jetzt habe ich wieder was vergessen. Oh, ich bin wahnsinnig. Aber das kriege ich bei Penny und das muss ich mir gleich aufschreiben. Ich muss meinen Sohn sowieso zum Schwimmen fahren. Heute ist nämlich das letzte Mal Schwimmen und die haben da so ein Spiel, so ein Spieleschwimmtag, keine Ahnung, also außer der Reihe. Ja? Was ist denn? Nicht. genau, und da muss ich sowieso einmal zu Netto das ganze Fleisch holen. Und dann denke ich gleich dran, dass ich für meinen Vater sein... Kuchen holen, was er da so gerne isst. Ja, und für meine Oma, ganz ehrlich, genau die gleiche Kerze. Die kriegt einen Tannenzapfen, weil Oma ist ja immer so ein bisschen schlichter und hat auch so ein Wichtel und ihr Marzipanzeug und das war's. Ganz viel ist bei meiner Mutter und ihrem Mann und mein Bruder und seine Freundin hat so ein bisschen. Aber mein Vater hat nichts, meine Oma hat nichts. Ja. Verrückt. So, auf jeden Fall war ich bei Poco, weil ich brauchte ganz, ganz dringend Gardinen für unser Zimmer. Ja! Ja! Ich bin hier! Ja! Ja! Ich muss sie nur angucken. Wenn ich sie nicht angucke, dann... ne? So, auf jeden Fall Gardinen habe ich bei Poco geholt. Und diese Rollos, die wollte ich unbedingt haben, weil ihr wisst ja, wir wohnen gegenüber von einer riesen Schule. Und das sind nur so ein paar Meter Abstand, Fenster zu Fenster. Und ja, da brauche ich irgendwas. Ich kann nicht die ganze Zeit diese Jalousien, also diese Außenjalousien runterlassen, weil dann ist dunkel im Zimmer, ne? So, und ich habe ja keine Gardinen, deswegen habe ich dann die Gardinen noch geholt und diese Rollos. Die waren gerade im Angebot für 22 Euro. Angebot, ich fand es richtig teuer, aber unsere Fenster sind so breit, dass wir ja das so eine Größe haben mussten. Dann habe ich Gardinenstangen mitgenommen für 6 Euro noch was bei Action. Und bei Poco habe ich dann gesehen, dass es Gardinenstangen gibt für 4 Euro. Also hätte ich noch ein bisschen sparen können. Aber egal, die sind richtig hübsch hier, seht ihr, so matt schwarz. Und dann dazu diese Gardinen, die wir auch schon im Wohnzimmer haben. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt. Diese hier, ja, die sind so braun, so ganz helles braunbeige ist das. Ja, die sind richtig hübsch mit dem Schwarzen, sieht richtig schön aus. So, das durfte mit und dann muss ich diese Riesentüte da hinten holen. Moment mal. Hier, mein Schätzchen. Ja. Und ich habe noch nicht alles, weil ich brauche noch Teller. Ich habe ja nur 1, 2, 3, 4 Teller für 9 Leute. Ja, und die wir haben, die gibt es nicht mehr beim Action. Und so, also 7 Teller brauche ich auf jeden Fall. Nee, ich brauche 9 Teller. Ja, aber die hatten das alles nicht in einer Farbe und da gab es die weißen, da war ich mir dann unsicher. Bei Poco habe ich geguckt, da gab es richtig schönes Geschirr, aber... nur noch 6 Stück, also 6 Teller, glaube ich. Muss ich mal gucken. Und ich habe ja Kekse gebacken, habe ich gesagt. Und ich habe, der Teller war voll. Und ich habe gedacht, das reicht noch bis Weihnachten. Also bis wir, bis unser Besuch kommt. Ich habe Kinder. Reicht nicht. Ich muss noch mal backen. Mariechen.
Hühnchen hat sie auch schon gefuttert. Unterwegs. So. Ich glaube, ich mache mal wieder Licht an, weil es ist 12 Uhr nachmittags, aber oder mittags und es ist dunkel. So, bei Kick habt ihr noch bis zum 4, also bis Samstag, habt ihr noch auf reduzierte Weihnachtssachen, gibt es auch nochmal 30% reduziert. Also auf alle Weihnachtssachen 30%, aber auf reduziert ist auch nochmal. Da habe ich natürlich zugeschlagen. Und das von Butni, das bereue ich so, so sehr. Denn bei Kick gab es so schöne Weihnachtsdeko und so, so günstig. Und ich kaufe bei Butni für fast 50 Euro. Ich kann mir richtig in den Hintern beißen. So, ich habe auf jeden Fall diese Bäume hier mit... Alter, ihr seht das gar nicht. Das ist so ein richtig schönes Holz und dann glitzert das da oben. Ja, das sieht so, so schön aus. Einmal in groß und... Also ich habe ja zwei große und zwei kleine mitgenommen. So hübsch und das hat nur noch 70 Cent gekostet. Ja, ich bereue es so. Ah! Nächstes Mal bin ich schlauer und gehe gleich zu Kick. So, zwei kleine. Dann durfte noch so ein Engel mit. Das glitzert alles sehr und das ist mit LED und das hat nur noch 2,20 € gekostet, glaube ich. Also richtig, richtig hübsch. Richtig hübsch. Das wird aber für uns sein, für nächstes Jahr. Ganz ehrlich, ich weiß nicht. Ganz langsam, Angelina. Für mich ist das irgendwie noch nicht Weihnachten. Ich habe keine Lust zu schmücken. Wahrscheinlich, weil alles kaputt gegangen ist bei uns. Der Tannenbaum will draußen auch nicht stehen bleiben, weil das so windig ist. Also wir haben nicht mal einen Tannenbaum. Und irgendwie macht mich das so ein bisschen traurig, weil es ist Marias erstes Weihnachten. Wir haben keinen Tannenbaum. Und Weihnachtsstimmung ist auch nicht da, weil draußen ist schon wieder, kannst du ohne Jacke rausrennen. Ja, weiß ich nicht. Also ich freue mich richtig, dass alle zu uns dieses Jahr kommen. Darauf freue ich mich richtig, dass wir Besuch bekommen und so. Aber ansonsten, weiß ich nicht. So, das hat 4,30 € nochmal runter, müsst ihr euch jetzt selber ausrechnen. Aber richtig hübsch, oder? Oh, wer kommt denn da? Hast du schon wieder um 12 Schluss? Mhm. Meine Güte, ey, die haben auch keine Schule, ne? Entweder fallen Stunden aus oder die haben nur 2 Stunden. Was hast du da? Pass auf, ich mache ein Video. Ich mache Technik. Hast du gut war? Hast du gemacht? Ja. Hast du das auch gemacht? Dafür habe ich eine Note bekommen. Darf ich das zeigen? Ja. Kann man das sehen? So eine Winterlandschaft, oder? Hm. Oder was hast du gemacht? Das soll eine Landschaft sein. Eine Landschaft 3D. Cool. Und jetzt eine Note. Und Stern. Welche Note hast du? 2 Minuten. Sehr gut. Aber ich habe alles richtig gemacht. Mhm. Sehr gut. Gucken beide Kinder mich an. So, dann gab es hier noch so ein Riesenwichtel, auch richtig hübsch. Ich will ja alles nicht mehr so in rosa, ne? Irgendwie ist das so, weiß ich nicht. Der hat 2,99 € gekostet und dann nochmal 30% runter. Oh, ich hätte beide mitnehmen sollen. Gab es auch noch in rosa, aber ne, ich will weg vom rosa kommen. Ja, das durfte mit. So, dann habe ich mir eine Hose gekauft. Ich fand die voll hübsch. Die war in der Sportabteilung. Also, entweder ist die zu klein, was ich nicht glaube, oder die ist zu groß, was ich nicht hoffe. Ja. Und dann so ein langes Oberteil darüber, ne? Und welche Wäsche? Achso, das kommt auch in die Wäsche. So, dann gab es noch so einen Tannenbaum. Oh, auch richtig hübsch, ne? Der hat 1,40 € gekostet. Ne, 1 Euro. Doch, 40. Sehr gut. 70 Cent für diese Lichterkette. Da sind so Sternchen drauf. Also so Metallsterne. Das wollte ich eigentlich so für die... Zeige ich euch gleich. Vom Action habe ich was mitgenommen. Dann durfte noch so ein Elch mit.
Auch für 1,40 Euro. Hübsch, ne? Oh. Hä? Hat jemand was gesagt? Hast du auch gegessen? Hä? Oder wo? Hier ist der Keks. Hier. Ja. Oh, ich habe heute richtig gute Laune. Ich weiß gar nicht, warum. So, dann durften 4 Stück habe ich mitgenommen. Wo sind vierte da? Oh, es riecht so gut da drin. Viermal Servietten für 20 Cent wegen 30%. Und ihr wisst ja, ich habe bei Butni 2 Euro für die Servietten. Ah, ich ärgere mich richtig. Hier 20 Cent, ja. Ich habe aber extra jetzt so Servietten genommen, außer die jetzt hier, die nicht so weihnachtlich sind, damit wir sie danach auch noch benutzen können. Oh, das fand ich so süß. Das habe ich gleich zweimal mitgenommen. Für 20 Cent. Also 2, 4, 6, 80 Cent. Für die ganzen Servietten. So, dann habe ich noch ein Geschenk mitgenommen für meinen Vater. Das kommt natürlich aus dieser Verpackung raus. Diesen Stern für 1,40 Euro. Und dann noch einmal für meine Oma. Ich habe gedacht, das passt ganz gut. Die hängt gerne solche Sachen ans Fenster. Ja, mein Vater ist so. Hauptsache, der Tannenbaum steht. 1,99 für diesen Teppich, Wandteppich, den habe ich für Maria natürlich mitgenommen. Wenn ich den jetzt aufkriege, zeige ich euch den noch. Der war nämlich reduziert, weil der wahrscheinlich zurückgegeben worden ist oder so. Nein? Sie sagt immer ja oder nein. Und ab und zu kommt auch immer Mama. Aber natürlich noch nicht bewusst, aber sie sagt es schon. So. Ah! Ja, ne? Ja. Wisst ihr, warum der reduziert ist? Weil da die Aufhänger fehlen. Da gehören auch Aufhänger, aber das macht ja nichts. Ich habe ja Bänder genug da und dann kommt er so an die Wand. Oh, hübsch. Hübsch. Ja. So, Maria. So, dann haben wir uns Brötchen mitgenommen. Willst du noch Brötchen? Willst du Brötchen? Ja. Alles, was man essen kann, ne? Genau, Brötchen. So, dann habe ich von Kick noch diese Teller mitgenommen. Oh Gott, 13 Minuten. Für 70 Cent pro Stück. Und die sind hart. Ja, und richtig hübsch für den Tisch. Heute ist unsere Tischplatte gekommen. Gestern kam das Gestell und die Stühle. Heute habe ich alles da. Ich hoffe, das passt alles. Und ich habe keine Tischdecke mehr gefunden. Aber ich glaube, die Tischdecke ist 2,40 Meter und der Tisch ist 2,40 Meter. Also habe ich die Hoffnung, dass das passt. Ich habe die Hoffnung. So, Kassenbogen. Dann kommen wir zu Rossmann. Bei Rossmann durfte dieses Shampoo zweimal mit, also jeweils eins. Ich habe, glaube ich, eins nur für mich mitgenommen. Da. Genau, das ist für mich, weil das Lockenshampoo ist. Damit meine Locken schön zur Geltung kommen. Und für die Kinder von der Freundin meines Vaters habe ich Shampoo gekauft. Die sind 11 und 13, habe ich ja gesagt. Aber ich glaube, viele verwechseln 11 und 13 noch mit 7 und 8 oder sowas. Die sind nämlich so weit, die Mädchen. So weit, dass da... Ja, das ist echt schwierig. So, dann habe ich zweimal diese Creme mitgenommen, weil eine gab es gratis für meine Oma. Genau, die benutzt sie immer, schon seit Jahren. Und das sieht man auch, die hat keine Falten im Gesicht, ne? Wie alt ist meine Oma? Oh, 79? Stimmt, nächstes Jahr wird sie 18, ne? Oh Gott, sag jetzt nichts Falsches, Angelina. 20? Doch, 80 wird sie. 80 Jahre.
Aber die sieht nicht aus wie 80, ne? Dann habe ich nochmal so einen Lockentraum-Mousse mitgenommen. Das war gerade im Angebot und ich habe gedacht, ach komm, was soll der Geiz. Dann habe ich mir noch einmal dieses Shampoo mitgenommen, war auch gerade... Shampoo, Duschgel, war gerade im Angebot. Dann habe ich einmal für meinen Bruder und einmal für meinen Vater, ich weiß noch nicht, wer was bekommt. Riechen beide gut, die waren auch gerade im Angebot, deswegen habe ich die mitgenommen, damit die auch noch irgendwie was haben. Dann durfte, nee, das ist Action, noch Badesachen mit. Ja, weil ich brauchte Geschirr und noch eine Tischdecke und Gardinenstangen. Nimm ich das nächste Mal mit? Ich mag nicht mit Kindern einkaufen. Ja, wir machen das schon. Es sind ja bald Ferien. Einmal das Badesalz durfte mit. Dann das war reduziert auf 50 Cent. Und das macht, also eigentlich wollte ich für die Kinder dann irgendwie einen Gutschein oder so, aber die sind so Beauty... verrückt, ne? Ja. Und die haben eine Badewanne, das weiß ich, 100%. Und, oh mein Gott, das riecht alles so gut. Ja. Dann kriegen die das dann noch und das Shampoo und die Schokolade. Achso, und das habe ich noch für die. Das ist jetzt aber vom Action. Wahrscheinlich hätte auch eins gereicht, weil die teilen sich sowieso alles. Aber ich habe das jetzt zweimal mitgenommen. War im Angebot für 99 Cent. Das war, glaube ich, das günstigste von diesen Geschenken. Weil diese Sachen sind richtig teuer von Haarliebe. Es hat, glaube ich, 3 Euro noch was gekostet, das Shampoo. Aber egal, ist Weihnachten. Und das riecht richtig gut. Was ist das denn schon wieder? Dir gehört? Hier sind nur Geräusche. Nicht identifizierbar. Das ist richtig gut. So, ich habe nochmal diese Seife mitgenommen, weil für meine Oma. Habe ich gedacht, das mag sie bestimmt auch. So, dann durfte nochmal Duschgel für den Kleinen mit. Und einmal, ich habe Gläser da drin, Froschreiniger. Froschreiniger, ja. Multiflächenspray. Spray. Witzig, ne? So, dann durften Gläser mit. Ich habe 7 Stück mitgenommen und dann ist mir... Nein! Das erste ist schon kaputt. Entweder war es schon kaputt oder ich habe es jetzt kaputt gemacht. Ach, Angelina, du bist auch... Naja. So, ich habe 7 Stück mitgenommen und dann ist mir aufgefallen, nein, ich brauche eigentlich 8. Oh, nee. Ist auch kaputt. Und da ist gar nicht mehr der Goldrand drauf. Habe ich nicht richtig geguckt? Naja, ich habe 7 von diesen Gläsern mitgenommen und jetzt ist nur noch 5. Und eins, da fehlt schon der Goldrand. Ja. Das ist auch kaputt. Ich werde wahnsinnig. Ich bringe die wieder zurück. So, jetzt mache ich das gleich ganz kaputt, glaube ich. Unter Wasser, glaube ich. So, diese Schalen habe ich mitgenommen. Und da kommt dann das Geschenk rein. Ich zeige euch das nur ganz schnell. Also so. Und die Kerze und das dazu und so weiter und so fort. Und das... Und ich habe doch noch was für sie, ne? Ich hatte doch noch irgend so ein Badezeug für sie, glaube ich. So. So. Und die Schokolade dann noch. Und dann, ja, ist das der Teller. So habe ich mir das vorgestellt. So, 2 in Schwarz, 2 in Gold. Meine Laune ist jetzt im Keller. Dann durften noch Mini-Marshmallows mit für heißen Kakao, habe ich gedacht. Dann, habe ich diese hier nochmal mitgenommen und zwar jetzt nochmal 3 Stück, weil die anderen gab es nicht mehr und das soll irgendwie alles passen. Und 2 mal grün habe ich mitgenommen, 1 mal rot.
bis ich das so ein bisschen verteile. Gab nämlich nur zwei grüne. Dann bei Rossmann durfte noch einmal Make-up mit. Da gab es 2 Euro Rabatt. Dann habe ich diesen Lufterfrischer mitgenommen, der kommt ins Auto, weil das Auto stinkt. Ich weiß nicht warum. Dann mache ich noch ein schönes Foto von den 3 Kindern. Müssen wir jetzt irgendwie machen. Heute schaffen wir es nicht, aber morgen vielleicht. Und dann bekommen Oma, Uroma, Opa ein Bild von den Kindern. Genau. Meine Oma fragt nämlich schon immer, wann sie ein Bild bekommt. So. Dann, das hier ist auch ein Geschenk, nicht für uns. Und einmal die für meinen Sohn. Weil er das, was heute im Kalender drin war, was sie sich teilen sollten, nicht mochte. Und die Dinger liebt er. So, das war unser Einkauf. Meine Güte. Und ich habe, ich glaube, 200 Euro ausgegeben oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schon wieder viel zu viel. Aber das alleine hat schon 100 Euro gekostet. Aber irgendwie müssen wir uns ja auch hier wohlfühlen. Und ja, ich fühle mich momentan überhaupt nicht wohl hier. Weil alles fehlt an den Fenstern. Da ist keine Gardine, kein Vorhang, nichts ist da. Und jeder kann reingucken von der Schule. Und das ist, ach, das stört mich so. Ja, naja. Ob ich das heute ausgebe oder ob ich das nächstes Jahr ausgebe, ist egal. Das Geld ist weg. So oder so ist es weg. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben, ein kostenloses Abo. Ich würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Tschüss.